Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Diablo 3 Reaper of Souls. Ultimate Evil Edition. Ah, Truhe, Truhe, Truhe. Okay, Truhe. bin das nächste Mal halt Okay. selber. Okay, ich auch. Wenn du nicht kommen willst, Ja, meins mich liegt nicht. da. Meins auch. Das ist bestimmt ein seltenes Set-Item. Oh lol. Ich kam auf den Boden, da kann ich hinten. Und wie kommst du so mit den dreien da klar? Ja, also es geht ab. Mit allen drei Soßen oder? Und andere Soßen. Boah, die ist gerade weit geflogen, die Schwelle. Schön nach unten. Also deckt sich jetzt eigentlich der Erfahrungsbonus auf 50% oder nicht? Ja, ich denke schon. Brandem Licht. Unten jetzt noch weiter, ne? Oh, upsala. Zum Glück habe ich gerade random auf die Map geguckt, sonst wäre mir das nicht aufgefallen. Ich habe auch gerade auf die Map geguckt. Spürt die Faust der Götter. Oder was Spannendes bei dir? Also ein Geschwindigkeitsbonus. Bonus. Bonobus. Oh Gott. Fertig machen. Tötet sie alle. Geschmolzen und Arkan verzaubert. Ey, komm. Gib doch gleich noch gefroren mit dazu. Ah. Na gut, das war jetzt aber nicht so. Guck mal jetzt mal. Ich glaube vorhin die in dem Dungeon, die hätten nicht alle gekillt. Das waren ja glaube ich so 4-5 Explosionen. Ja, die hat mich wahrscheinlich gekillt. Ja. Haben wir den Schrein da aktiviert? Ja, haben wir. Sonst würde nee, nicht. Haben wir nicht. Sonst würde... Haben wir nicht. Aber wir hier sind noch, haben hier noch Gegner bei mir. Hier bei mir sind auch Dina und so. Kommst du her? Ja. Ja, toll, wir haben natürlich Wurmloch. Horde erhöht doch mal die Anzahl von Dienern, oder? Ja. Ja, okay. Ich glaube, in Akt 3 werden wir auf jeden Fall Stufe 60 bekommen. So wie nee, es was meinst du mit Stufe 60? Level 60 halt. Ach so, ja, denke ich. Vielleicht sogar über Level 60, weil da haben wir relativ viele Mobs. In Akt 4 ist es ja dann relativ, da haben wir helfen können, Nephalem zu werden und ein goldenes Zeitalter einzuladen. Na hier bis Belial kommen wir bestimmt auf Stufe 3. Oh nein, hilf mir mal bitte. Ich bin ja gerade von der Kahn verzaubert, die Viecher umkreist. Okay, vergiss es, alle tot. Ey, hätten die jetzt alle bei mir so einen Arkanverzauberteil hingemacht, ich wäre gestorben. Einfach kurz rausgerüstet. Ja. Schlagt mich nicht.
So, ich habe neue Passive. Mehr erhöht. Angriffsgeschwindigkeit erhöhen. Oh krass, jeder Geistkrafterzeuger, den ich benutze, erhöht meinen Schaden um 3 Sekunden lang um 10%. Aber ich hole mir mehr Geistkraftregeneration, weil das, was ich aktuell drin habe, kostet mich zu viel. Also ich habe auch einen Verbrauch von wie viel was? Ziemlich hoch. Ich glaube, ich kann dreimal R2 machen, wenn ich voll bin. Also jetzt müsste ich mehr, jetzt muss ich mehr machen können, weil ich habe jetzt mal die, ich habe mehr Geisteskopf mit drin. Gut, aber der Schaden von der Glocke ist auch sehr stark. Ja, das stimmt. Ich kann es verstehen, dass die viel kostet. Ja, Mann. Aber stell mir vor, die würde gar nichts kosten. Standard-X-Attacke. Das wäre richtig Hammerhead. Hammerhead. Schreich der Schatten. Das dritte oder? Bitte? Das dritte reicht der Schatten, oder? Ich denke auch, ja. Schön, dass wir immer eine Meinung sehen. Nachdem die einen hässlichen Wachtel. Nein! Nur 53, allein jetzt schon 2,5. Na, ja, bei 100, das doppelte 5, das dreifache 50. Ja, ich bin echt gute Motte. Ja. Warte mal, wo geht's? Da. Ja? Ich bin ein bisschen verwirrt. Aber nur ein bisschen. Ist ziemlich dunkel hier drin, ey. Kann man mit dem das Licht anmachen? Na. Kampf mit der Dunkelheit. Rachsüchtig. Massaker. Ich bin gerade an der Rachsüchtig, weil es bei mir unterbrochen wurde, durch keine Ahnung was. Rachsüchtig. Ich habe jetzt zweimal ein rachsüchtiges Massaker gemacht. Ich habe ein rachsüchtiges Massaker gemacht. Ja, ich auch. Ja, ist so gut. Massaker. Überlegen. So mehr Erfahrung. Gott, sind hier viele Trash-Mobs. Bei mir geht's weiter. Ich hab hier, ja, ich auch. Sofort verseuchte Scheißviecher. Ich habe jetzt beide gekillt bei mir. Ich nicht. Ja, bei mir waren halt zwei, aber die waren nicht schlecht. Ja, die haben Leben. Oh, warte, hier ist noch ein Schrein, den hol ich mir noch kurz. Raserei, du hast jetzt meine Angriffsgeschwindigkeit. Du kriegst halt aber ganz schön gut Schaden. Ich kam reichlich früh, mein Freund. Ja, ich habe ja noch ein Schrein der Raserei mitgenommen, also. Und ein paar Freunde, perfekt. Ja klar, immer. Oh, legendärer Morgenstern. Von einem blauen Mob gedroppt, ne? Heil Magie von Blut. Ja, den es nicht mehr gibt, meinst du? Toll, der ist natürlich im Block schlechter als meine aktuelle Waffe, ey, das gibt's nicht. Achso, ist ja auch ein Einhand. Ja.
Ja gut, ich habe halt alles, was ich jetzt in die andere Hand nehme, erhöht nur, also senkt nur meinen Schaden. Na gut, dann bleibe ich erstmal nur bei der einen Waffe. Bei mir sind hier noch viele Gegner. Ja, also der habe ich hier da gehört. Als Opfer. Ah, ich mach den mal schnell. So. Ihr Käufer spottet mich auf Schritt und das kann ich verstehen. Ich versuche ihn zu ignorieren. Aber wir haben sogar noch eine Menge Zeit. Ist unerschöpflich. Auf mit dem Leerlabern. Ja, überspringen. So. Na dann. Schwarzer Seelenstein. Ach ja, das Teil, was Diablo gefangen hält. Endlich kann ich mein. Oh Gott, seit wann gibt's hier die zwei mit dazu? So egal. Ja, gut, stimmt. Kannst du auch Schaden machen, Wolkenpull? Ich bin voll, verdammt. Gut, es sind hier nur zwei blaue Items, freu mich. Verdammt sollen sie sein. Ich. Meine. Das Böse. Ich kehre in die Stadt zurück. Mann, also das war echt einfach für den Bosskampf. Gut, Belial wird ein bisschen anstrengender, glaube ich. Wer weiß, wer weiß. Wir müssen den je eher, desto besser. Kann ich da noch was machen? Ne, kann ich nicht. Oh, wir sind bald mit dem Akt hier durch. Kommst du? Ja, klar. Belial hat seinen Angriff auf die Stadt begonnen. Los, gehen wir. Ashara ist bereits bei der Kanalisation. Gab es hier nur eine Aufgabe, so viele Bürger wie nur möglich zu retten? Schnell, ja, gab es. Belial, wir werden Eisen. Ich hab gesehen, wie sich Leute unter den Wagen treiben. Treiben wir uns auf, ja, oder? Ja, ich geh oben lang, du unten lang. Wir können unser Leben nicht für dieses törichte Heldentum aufs Spiel setzen. Wir müssen sofort zum Kaiser. Wir können auch einfach alle drauf gehen lassen. Ist halt echt so. Man muss halt echt aufpassen, dass sie nicht auf diese ganzen Meteorkugeln da getroffen werden. Kommt. Gab's nicht irgendwie sowas wie pro Flüchtling gab's doch Gold, oder? Ja. Ich komme jetzt mit ein paar tausend an. Schild. Okay, da ist einer bei mir verreckt. Ich hab da oben noch ein Item. Los. Erstes Item, so. Jetzt können wir. Da ist noch einer. Nee, da ist doch. Aber noch einer. Oh, den habe ich übersehen. Weißt du, die Soldaten, die chillen einfach hier live. Weiter geht's. Dann kommen wir jetzt aber, glaube ich, gleich zu Belial. Ja, ja, wir haben auch noch genug Zeit. Ja? Ja klar, noch 10 Minuten. Perfekt, schauen wir mal. Easy. Perfekt. Ziemlich krasse Macht, ja. Das stimmt. Halt Diablos Tochter. Was erwartet man da? War es wirklich Diablos Tochter? Ja, also so wird es hier auf jeden Fall erzählt. Okay. Nice, oder? Finde ich aber eigentlich dann ein bisschen blöd, dass Lea dann als Wirt für Diablo existieren muss. Tja. Wie der Vater, so die Tochter.
sagt man nicht. Die Soldaten können ja nicht. Kamir, der Schattenfinisher. Aria ist ganz schön brutal. Hm, das stimmt. Sieht ganz schön aus. Die Olle. Level up zur Waffe. Weißt du, man findet den legendären Schreitkörper und findet jetzt halt wieder eine Zweihandwaffe, die besser ist. Selten. Ja, Ruhe. Wir haben eine Truhe übersehen. Dann. Oh, zum Glück habe ich die aufgemacht. Legendäre Faustwaffe. Echt? Stell dir vor, wir hätten die jetzt übersehen. Du hättest keine legendäre Faustwaffe bekommen. Ja. Die equippe ich jetzt auch. Auch noch. Und legendäre. So, dann rüste ich jetzt den Streichkolben und die Faustwaffe aus. Und dann bam, 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 hier, zack, zack, zack. Aber wir können weiter. Los geht's. Belial, Alter. Shit. Der ist aber ganz schön klein. Ja, finde ich auch süß, oder? Ja, ne? Gleich geht der Belial in Rage Mode. Oh. Naja, dann muss er erstmal runterkommen, der Sträuch. Ja. Als ob ich ihn einfach reinskillen kann. Das ist halt doch schon ziemlich lame. Nein, es ist nicht. Der macht ultra viel Schaden. Diese lächerlichen Illusionen von mir. Seht das wahre Gesicht des Herrschers der Hölle. Halt's Maul. Okay, den kann ich nicht anfangen. Ja, der hat Ziel nicht gelernt, oder? Ja, ich auch. Hat was nützen die ihm jetzt noch? Der ist tot. Oh, tut mir leid. Gehen. Putz. Und heilen. Ich finde die Kamera voll geil, war die schon immer so? Ey, ich habe noch eine legendäre Waffe bekommen! Ich auch. Ich habe gerade drei Stück, glaube ich, in dieser einen Folge jetzt bekommen. Schließ mir ja als sie. Perfekt, läuft doch. Für ja, dich. Ne? Mann. Ja, wer braucht schon mal die Bonus? Alter, einfach mal die... Alles klar. Oh, die ist voll... Reduziert die Geistkraftkosten von Woge des Lichts. Ich glaube, das benutze ich sogar aktuell. Oh, der brennt. Hoho. Ja, benutze ich sogar echt. Und plus 29% Schaden für Woge des Lichts. Also die Kosten gehen ungefähr um die Hälfte runter. Das macht Teil macht... Hauptsache, das Teil macht Kälteschaden, aber es brennt. Ja, das, ist auch, das macht Sinn, ne? Ja, ich denke auch. Geil, jetzt habe ich gerade zwei Legendaries bekommen. Ich kann jetzt auch irgendwie wieder wegmachen. Alter, ey. Du aller Nacker. Ja, ne? Ich würde dir eins anbieten, wenn es Stärke geben würde. Oder wenn es für dich equipped wäre. Die waren, außer der Streitkorb war ja alles für mich. Ja, jetzt wäre Akt 3 dran, ne? Es geht ab.
Irgendein Effekt, den ich hier drauf nicht mag? Eigentlich nicht, ne. Außer dass ich Verzauberung gerne raus. Achso, der ist schon Maximalstufe. Ich überlege gerade, ob ich die Donnerfäuste vielleicht wegmache gegen was anderes. Zeug hat nur die meiste Geisteskraft. Guck auch noch ein bisschen so Fähigkeiten durch. Wie sieht denn das aus? Oh Gott, ey, guck dir mal die Range an. Ja, das ist nicht schlecht. Das ist schon krass, aber ich mag den Angriff persönlich nicht. Oh, ach, oh, obwohl, warte, der friert Gegner ein. Also alles in diesem Bereich wird eingefroren. Das ist krass, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, doch, dann behalte ich es sogar, weil es dann eigentlich ziemlich geil ist. So, hier. Wenn der Gegner Schaden zufügt und die mindestens über 75% ihre. Okay, der bringt eigentlich auch, die sind viel zu schnell tot. Dann machen sie halt. Gut, da wird meine Angriffsgeschwindigkeit erhöht, aber das bringt mir nicht viel. Jeder unterschiedliche Geistkraftaufzeuge, der einsetzt, erhöht einen verursachten Schaden. Oh, das ist natürlich auch geil, ne? Gegenstände, die euren Widerstand gegen eine Schadensart erhöhen, erhöhen jetzt stattdessen euren Widerstand gegen alle Schadensarten um 40% dieses Wertes. Ja, nicht schlecht. Kurz gefasst, bau einen Mönch, hau ihn nur mit Diamanten voll auf sein gesamten Equip und dann, ja, dann haut er richtig rein. Ja. Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit von Geistkrafterzeugern. Oh, das ist eigentlich auch ganz geil. Warte mal, wie schnell greife ich dann an? Oh ja, doch, geht eigentlich ziemlich gut ab. Jetzt nochmal ohne. Okay, gehen wir mal das hier. Ja, doch, es geht viel besser ab. Gerade da ich die fast mit zwei Waffen kämpfe, ist das dann nicht so praktisch. Nicht wieder bereit. So, wollen wir in den nächsten Akt gehen? Sollen wir das nicht beim nächsten Part machen als Einstieg? Ja, wir haben halt jetzt noch 2 Minuten. Ja, ist doch egal. Ja, gut, stimmt. Ich gucke noch, ob ich hier noch irgendwas machen kann. Eigentlich nicht, ne? Ja, dann würde ich mal meinen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss.